Die Linse ist ganz schön dreckig. Das bist du. Dirty girl! Born again. Ein gerader Boden. Was im Mittelalter? Ja, was für Trottel. Hallo meine Freunde. Buenos dias. Sind wieder eure unfassbar gut aussehenden Spieluden der Formatio. Unvermeidbar. Zusammen mit unseren drei von vier total engagierten und sehr, sehr motivierten Social Media liebenden Freunde von Taranis. Wir sind angekommen auf der Burgruine Königstein. Letztes Jahr waren wir schon hier und wir freuen uns jetzt auf ein extrem sonniges Wochenende mit richtig vielen Leuten, Ritterturnier und unseren Freunden von Taranis. Guckt euch unseren dritten Marktblock dieses Jahr an. Viel Spaß! Freunde, ich spiele jetzt unseren ersten Auftritt. Kulisse ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Abgesehen von diesen gelben Dingern, die man da sehen kann. Die werden wir aber exzellent kaschieren durch unsere dicken Bäuche und währenddessen einen wunderbaren Auftritt hier am Eingang spielen. Wir haben Bock, ich hoffe ihr auch. Ja, bleibt dran, ne? Hallo ihr Lieben, einfach stehen bleiben. Viertelstunde, dann geht's los hier. Der Jonsa hatte eine komplette Fuhre Mist in seinem Dudelsack drin. Ich hab Sand im Sack. Ich hoffe, dass er einfach niemals erfahren wird, dass ich sie ihm da reingekippt habe. Hören! Yeah! Königstein, habt ihr gute Laune? Yeah! Und Vermeidbar, danke schön! Mittlerweile geil. Wir haben gerade den ersten gespielt, unten beim Eingang. Das war schon richtig gut. Die Leute haben richtig gut mitgemacht. Gleich spielen wir den Markteinzug, wie man hier vielleicht schon sehen kann, sind hier ganz viele Menschen zusammen. Da reihen wir uns gleich ein. Wir haben gerade den Umzug begleitet und danach hat der Profi mal hier eine schöne Verpissung durchgeführt, ohne Spiel. Schönes Bäunchen gemacht. Das heißt Bäunchen wir? Ja. Achso, ja. Das sind wir. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum der Hanni so kranke Waden hat, weil das ist ein Bergland hier, Alter. Hanni, können wir mal kurz deine Waden filmen, bitte? Alte Scheiße. Das folgt euch, der Jonas! Hallo! Wir spielen gleich unseren ersten hier im Innenhof. Die Bude ist nämlich rappelvoll. Der Klang hier ist einfach mega cool. Wir freuen uns total, weil wir waren letztes Jahr nur mit einem Sack hier und jetzt sind wir mit zwei Säcken hier. Wir werden jetzt erstmal hier ordentlich das Volk rocken, wie es die gemeine Mittelalter-Dschungel so sagt. Ja. Genau so. Wie so ein kleines, weiches Hähnchen. Wie ist es so, sein Instrument nicht stimmen zu müssen? Oh, also ich kann euch eins sagen, das ist das schönste Gefühl, das ich heute gefühlt habe. Same. Es funktioniert einfach. Ah.
Gedanken grün. Oh. Es sei denn, ihr wollt noch ein Lied hören. Das sind ja prallgefüllte Geldbeutel. Wir laufen jetzt eine wunderschöne Runde über den Markt und gucken uns die tollen Stände an, denn hier gibt es wirklich tolle Stände. Ich würde eine Führung von jedem Stand machen, aber das interessiert wahrscheinlich keinen Schwanz, also machen wir es einfach nicht. Wir laufen einfach eine Runde, oder? Geil, auf geht's, kommt, folgt mir. Wenn sich irgendjemand gefragt hat, es wird keinen Machete 3 geben, denn da ist er. Buenas noches, Jonas. 5 Euro, wenn du den nächsten Auftritt auf diesem Stuhl spielst. Ach, für die Hälfte. Respekt und Anerkennung. Ich will gucken, ob ich darin rauchen kann. Das ist alles, was ich möchte. Ich auch, ja. Wo sind die Tomaten? Das ist für Kinder. Was ist denn umschmeißen? Beide kommen beide rein. Ah, dicke Heizunge. Warte. Ja. Kannst du so rauchen? Junge! Das ist Folter. Die Hände. Hallo. Habt ihr Bock auf Langosch? Ich hab richtig Bock auf Langosch. Wir spielen gleich den letzten für heute. Später machen wir noch so einen kleinen Umzug für das Turnier, soweit ich weiß. Die Rückkehr war es Eiputzen. Da fühle ich mich gut. So, ihr Lieben, wir stehen hier mitten auf dem Platz, der die Bühne bedeutet. In Königstein, kurz vorm Auftritt, die ersten Leute sind schon eingetrudelt. Da werden gleich noch ein paar kommen, wenn die Säcke angeblasen werden. Ich denke, es sind alle bereit. Wir spielen jetzt schön die Backflip-Taube. Also bleibt dran und habt ganz viel Spaß. Ich bin immer noch ein bisschen baff. Das Publikum hat von sich aus beim Regenklöter hey geschrien. Einfach mittendrin. Und es war voll geil. Mein Auge tränt wie die Sau schon den ganzen Tag, weil ich Sonnencreme da reingekriegt habe. Was für eine Scheiße. Der Auftritt war aber rattenscharf. Alle sind komplett ausgeflippt, haben getanzt, gejubelt, geklatscht. Genauso wünschen wir uns das. Königstein jedes Jahr wieder ein Erlebnis. Das sage ich euch. Wer das verpasst hat, Hab ich reingeschissen, ne?
dem Auftritt von Taran. Das war ziemlich cool. Wir haben alle abgedanced, also ich und Annie. Ach, aber jetzt müssen wir den Umzug zum großen Abend-Ritterspektakel begleiten. Jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh, Jörn auf der Schulter. Und Jörn da! Ihr Edeldamen und Recken! Tag, jetzt geht's ab Sonntag hier in Wassenberg, wollte ich sagen. Da sind wir nicht mehr, wir sind auf der Burgruine Königstein. Eine rattenscharfe Location. Nachher werden wir an diesem Hang spielen und uns richtig den Halt brechen. Wir übernehmen jetzt den Eröffnungsgig von unseren Freunden von Taranis, weil der Heimleiter mit 700 km/h nochmal los musste, um den Trommler abzuholen. Liebe Grüße an der Stelle. Jungs, wir lieben euch, deswegen übernehmen wir das auch. Kostet euch nur einen Schneidezahn und einen Haufen Kohle. Nein, wir durften auch beim Honey pennen, das war ziemlich cool. Der hat heute Morgen schönes Frühstück für uns gemacht. Und gestern Abend gab es lecker Bierchen auf Terrasse. Und lecker Mädchen. Ja, lecker Mädchen waren auch mit dabei. Und hier in Königstein gibt es auch vor allem viele lecker Mädchen. Ach so. Und Tunnel. Hier wohnt nämlich auch mein guter alter Freund. Jetzt einmal schön bitte. Wer von euch war gestern schon hier? Wer von euch war überhaupt schon mal auf einem Mittelaltermarkt? Wer war vielleicht schon mal auf einem unserer Konzerte? Wir sind unvermeidbar. Hand nach oben. Okay, und wem von euch ist es absolut und vollkommen scheißegal, was ich hier oben erzähle? Ihr? Oh Mann! Ich hasse meinen Job. Immer die gleichen. Den Rex Albanier! Na, Freunde? Wollt ihr wissen, wer heute Sonnencreme im Auge hat? Yeah! Klotzkopf Jonas. Wie war die Fleischbombe? Weiß ich. Du hast schon aufgefressen. In der Tat. Ich glaube, ich habe auch alles zwischen den Zähnen hängen, aber das hat sich gelohnt. Leckerchen. Wir müssen erstmal jetzt ein Muttertagsvideo für unsere Mütter drehen. Für Tante Gabi und Tante Doris. Also Tante, je nachdem, von wem man ausgeht. Ja. Allerdings weiß natürlich von euch niemand, wer mit wem hier verwandt ist, weil wir alle drei gleich aussehen und auch aus demselben Kaff kommen. Vielleicht sollten wir für den Postboten auch noch ein Video drehen. Gut, gut. Wir spielen jetzt unseren Sonntagauftritt! Los Unvermeidbar ist die Band, die sich gegründet hat, weil ich damals auf der Bühne Dudelsack gespielt habe. Ja, und du bist der TikTok-Star von Unvermeidbar. Der TikTok-Star. Völlig viral gegangen sind wir. Völlig viral gegangen. Ja, ohne dich wäre das nicht gegangen. Ja, geil. Wie fühlt sich das an, so berühmt zu sein? Es ist schon anstrengend, weil man wird überall angesprochen und man kennt einen jetzt halt überall 6 Millionen Aufrufe. Das heißt, ganz Deutschland kennt mich. Nein.
Ist aber nichts Neues für dich. Der Hotte Hotte. Das ist eigentlich täglich, oder? Das ist immer, war schon immer so. Genau. Lass dich mal drücken. Ich will den jetzt mal drücken. Nochmal unterschreiben, bitte. The Belen, the Bongo. Hier? Ich komme, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Stift noch. Einmal. So. Wir werden jetzt diesen rattengeilen Umzug begleiten. Mittelalter geil. Hä? Irgendwas mache ich falsch. Aber wir drehen und versuchen, in den Menü zu knallen. Ah. Wie bitte? Mir klingen die Ohren. Das ist schön. Hallo, liebe Freunde. Der Markt in Königstein ist fertig. Also wir gehen jetzt nach Hause, machen polnischen. Bevor die Markthändler draufkommen, sind wir schon weg. Dafür werde ich richtig gehasst auf dem nächsten Markt wahrscheinlich. Naja. Wir alle. Genau. Ich komme. Wir jetzt auch noch mal gefilmt. Ja. Alles gefilmt werden. Ist jetzt aber richtig cool abzwischen, ne? Taranis! Yo, das war's mit unserem dritten Marktvlog dieses Jahr. Burgruine Königstein. Es war ein rattenscharfer Markt. Das Wetter war wirklich warm, aber da wollen wir uns mal nicht beschweren. Es sind richtig viele coole Leute dort. Ein tolles Turnier und natürlich unsere Freunde von Taranis. Besser geht's eigentlich nicht. Ihr habt jetzt folgende Aufgabe. Ihr drückt bitte auf den Abonnieren-Button, auf den Like-Button. Guckt auf Instagram und TikTok vorbei. Macht das Herz rot, das Plus weg und folgen, abonnieren, liken, was auch immer. Aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar. Lasst uns ganz viel Liebe da. Und in diesem Sinne verabschieden sich von euch die unfassbar gut aussehenden Spieluden der Formatio. Unvermeidbar! Buenas noches, meine Freunde!